Heute findet das Entrennen vom Kinderschutzbund statt. Da werden 4.320 Enten in die Queich geworfen, oben bei der Waffenstraße, und schwimmen dann hier ins Ziel und erschwimmen tolle Preise. Wir haben 250 Preise heute für Familien im Gepäck für die Enten. Wir machen das für die Hilfeangebote des Kinderschutzbundes. Wir sind zum großen Teil auf Spendenbasis finanziert und helfen damit Kindern, die zum Beispiel von Gewalt, von Missbrauch oder von einer schweren Trennung oder Scheidung ihrer Eltern betroffen sind. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Dankeschön. Das 12. Landauer Entenrennen. Danke an das Team von der Tanzschule Wienhold. Ihr habt euch besser bewegt wie ich in meinem ganzen Leben bis jetzt. Schön, dass ihr alle hier seid und herzlich willkommen in Landau zum 12. Entenrennen. Macht Applaus für euch, macht Applaus nochmal für das Team und die Kids von der Tanzschule Wienhold. Wir wollen starten in, ja, ich sag mal knapp 7 Minuten, dann gehen die Enten an den Start. Vorher haben wir noch ein kleines straffes Programm vorbereitet und ich freue mich heute im Laufe des Entenrennens auch nicht alleine auf der Bühne stehen zu wollen. Trotzdem mag ich vielleicht das ein oder andere Wort auch zu mir sagen. Wer bin ich eigentlich? Moritz hat schon gesagt, Tobi. Ja, das passt. Ich bin Tobi Rinker aus der Morningshow von Antenne Landau. Perfekt geweckt. Hoffentlich alle schon mal eingeschaltet. Und wenn nicht, dann ab morgen bzw. ab Montag euer Lieblingssender im Radio. Du machst hier heute das ganze Programm von dem Entenrennen. Ja, also wir sind hier immer ein bisschen aktiv und wollen uns da ein bisschen engagieren und wollen natürlich, dass die Restenten aufgekauft werden. Und das haben wir jetzt gepackt, jetzt schon quasi eine Stunde vor eigentlichem Beginn. Und das ist natürlich super toll und da freue ich mich natürlich tierisch drauf. Wir machen ein bisschen Party vorher und heizen die Stimmung ein. Wie sieht's aus? Wie viele Enten sind jetzt insgesamt verkauft worden? Oh, da erwischt mich jetzt auf dem falschen Bein hier. Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sind alle weg. Auch bei uns im Geschäft, in der Tanzschule sind auch alle Enten waren weg und jetzt sind auch gar keine mehr da. Ich glaube, das Problem ist dann, dass zu viele Enten passen nicht in den Bagger oder so und jetzt, ja, alle Enten sind weg. Alles weg. Ganz wichtig, Herr Braun, vielleicht schieben wir das einfach mal vorab. Das Entenrennen ist immer auch ein Event für den Kinderschutzbund. Warum ist es denn in diesem Jahr vielleicht ganz besonders wichtig? Wir haben glücklicherweise dank dem Engagement vieler Landauer Einzelhandelsgeschäfte und natürlich auch unserer Ehrenamtlicher und vieler Helfer haben wir es geschafft, alle 4.320 Entenadoptionsurkunden zu verkaufen. Die letzten gingen heute Vormittag über den Tisch. Dieses Jahr hätten wir umziehen müssen, sind auf der Suche nach neuen Räumen. Es gibt auch schon einen Silberstreifen am Horizont. Es zeichnet sich ab, dass wir möglicherweise Räume haben, zu Beginn, Mitte, Anfang nächsten Jahres. Aber ein Umzug, das wissen wir alle aus unserem privaten Umfeld, ein Umzug kostet auch eine Menge Geld. Und da freuen wir uns natürlich auch sehr über Spenden an den Kinderschutzbund. Zudem sind unsere Leistungen in der Ehefamilie-Lebensberatungsstelle und im Kinderschutzdienst auch immer auf Spenden angewiesen. Auch da freuen wir uns sehr, wenn Sie an uns denken. Kurz nochmal bitten, Herr Hirsch, es ist wahrscheinlich das Entenrennen einer der schönsten Termine in so einem OB-Veranstaltungskalender, oder? Also das auf jeden Fall, wenn man sieht, was hier für eine Begeisterung da ist, um die über 4.000 Enten zu feuern und den Zieleinlauf zu beobachten, dann sei es ein wunderschönes Innenstadt-Event und wer noch nicht dabei war, der muss auf jeden Fall sowas mal hier erlebt haben. Wenn man auch sieht, wie sich die Enten in den letzten Jahren gesteigert haben, von 3 bis jetzt über 4.000, kann man nur sagen, tolle Sache und ich freue mich, dass ich auch dieses Jahr mit dabei sein kann. Der Herr Braun steht im Kontakt mit dem Start und das sieht schon ganz gut aus. Der Start ist oben in der Waffenstraße und wir starten jetzt gleich und dann schwimmen die Entchen ja, relativ schnell, so schnell wie möglich, sagen wir mal, hier zu uns runter an die Bachgasse. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Los! So, und die Enten schwimmen. Wir sehen es jetzt hier vorne noch gar nicht, aber wir werden es wahrscheinlich demnächst zu sehen bekommen, dass die Enten alle zu Wasser gelassen worden sind. An der Stelle muss man vielleicht auch nochmal sagen, alle die wir ich hier nicht sehen, ich erzähle nochmal ganz kurz, was da gerade passiert ist. Also wir haben 4.320 Enten an der Zahl, die jetzt gerade per Kipplader in die Queich gekippt worden sind. Erste Ente
gewinnt dann unseren Hauptpreis heute. Und in der Reihenfolge, wie sie eintreffen, gibt es viele, viele tolle Preise. Wir haben schon gehört, es gibt über 240 Preise von knapp 160 verschiedenen Sponsoren hier in Landau. Und bei denen müssen wir uns natürlich auch bedanken. Wir sind hier vom ASV Badminton, ASV Landau Badminton, und wir verkaufen hier Waffeln beim Entenrennen. Sorgen Sie hier auch für gute Stimmung? Wir sorgen immer für gute Stimmung, weil bei uns gibt es immer gute Stimmung im Verein. Wir sind hier wegen dem Entenrennen, extra aus Kreis Soest gekommen. Das ist, wo ist das? Ja, in der Nähe von Dortmund. Ein bisschen weiter weg. Ja, ein bisschen weiter weg, aber wir legen alles in die 3750. Da glauben wir dran. Ich habe mir eine Ente gekauft, natürlich. Und Sie auch? Ich leider nicht, aber ich nehme mal. Aber. Genau, wir sind. Das ist beides unsere Ente. Wir heißen auch beide Fabian, deswegen passt das einfach perfekt. Die Ente heißt auch Fabian. Dann kann ja nichts mehr schief gehen, ne? Nein, ich glaube auch nicht. Wir sind optimistisch und wir glauben fest an den Sieg. Die Neffen und Nichten haben wir für Lose gekauft. Haben Sie irgendwie Ahnung, was man gewinnen kann hier? Ich lasse mich überraschen, ob ich gewinne, wann ich gewinne und wie ich gewinne. Haben Sie schon gute Laune? Ja, ganz ordentlich, ja. Alles klar, danke für Ihre Welches Zeit. Welches Los okay. gewinnt denn Platz 1 und damit einen Gutschein von der Stadtholding Landau? Ja, einen Freibad-Gutschein für die ganze Familie gewinnt das Los oder die Ente mit der Nummer 2011, 2011. Wer die 2011 hat, kann sich hier den Gutschein direkt abholen. Ein Gutschein für Familientresine fahren, bis zu 5 Personen. Und das gewinnt die Adoptionsurkunde mit der Nummer 0495. Die dritte Gewinnerente. Und wer überreicht das? Das sind 2 Veranstaltungstickets für die Schöne und das Biest, gespendet von BB Promotion. Und das geht an die Ente mit der Nummer 1163. 1163, 2 Tickets für die Schöne und das Biest. Platz Nummer 4. Ja, Platz Nummer 4 ist ein Kinderelektroauto. Was jetzt gerade hier auf die Bühne gewuchtet wird. Total schwer. Und gewinnt die Ente mit der Nummer 0803. Preisstifter ist das Kinderautohaus. Ein Kinderelektroauto Nummer 0803. Damit war es das im Prinzip auch schon vom 12. Landauer Entenrennen. Wir dürfen nochmal ganz recht herzlich Danke sagen an alle, die das hier zu dem machen, was es jedes Jahr ist, nämlich ein ganz schönes Event hier in der Landauer Innenstadt. Danke an alle Sponsoren, an alle Preisstifter und natürlich auch vielen Dank an alle Entenadopteure sozusagen. Also einen letzten Applaus für alle, die das heute hier möglich gemacht haben und einen großen Applaus natürlich auch für Sie alle. Vielen lieben Dank. Vielen Dank und ein schönes Wochenende noch. Doch für die Behind-the-Scenes-Aufnahmen. Alles am besten. Alles am besten. Alles gut? Immer, immer.